Guten Morgen am Freitag. Es ist so mega krass kalt geworden. Boah, so lange Hosen und Jacke kalt. Ja, heute steht gar nicht so viel an. Freitag ist immer mein großer Putztag, deswegen putze ich jetzt gleich erstmal. Und nachher gehen wir uns ein Auto angucken. Das hatte ich ja im letzten Vlog erzählt. Und nachher gehen wir uns dann Auto Nummer 1 angucken. Und ja, mal gucken. Ich hoffe, das ist es auch gleich. Dass ich mir nicht so 10.000 Autos angucken muss. Irgendwie spinnt mein Internet gerade, weswegen auch kein Radio läuft, weil irgendwas mit dem Internet gerade nicht funktioniert. Was doof ist beim Putzen, wenn kein Radio läuft. Da muss ich mich um eine andere Art von Musik jetzt kümmern. Ja, ich putze jetzt erstmal. Ihr merkt, wie hochmotiviert ich bin. Ich putze jetzt erstmal. Die neue Fummelkiste ist angekommen. Das ist jetzt leider auch schon meine letzte. Und wie geil sieht die denn bitte diesmal aus? Also da ist so ein kleiner Schlüssel dabei. Den ziehen wir mal raus. Und dazu ist dann das passende Schloss dazu. Wie cool ist das bitte diesmal gemacht? Das werden wir jetzt hier mal aufpacken. Voll schön, voll süß. Wie schön ist die bitte diesmal? Guck mal mit so Schloss. Das ist ja geil. Also ich habe alle meine Fummelkisten aufgehoben. Und die beinhalten auch wirklich jetzt so mein Sexkramzeug und so. Wie cool, das ist ja aber mal die geilste von den dreien. Wir schließen das mal auf und gucken mal, was diesmal so drin ist. Also die ist wirklich geil gemacht. Viel, viel geiler als die anderen. Und hier steht auch, dass es eine Special Box ist. In dieser ist alles etwas anders als in den Fummelkisten davor. Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, fehlen die einzelnen Date-Boxen. Okay. Auch der Fummelratgeber ist diesmal nicht mit dabei. In dieser Special Box geht es nur um euch zwei, um gemeinsame Aktivitäten und Dates. Dann gucken wir uns das mal an. Also man hat wieder diese Drehbuchkarten fürs Date, wie auch schon in den anderen Kisten. Und da geht es diesmal um Zweisamkeit. Und was man da ist ja immer so angegeben, was man so Vorbereitung fürs Date, was man dann da so machen kann über Bienen und Blumen. Und ich verlinke euch hier oben und unten auch nochmal die anderen Videos mit den anderen zwei Fummelkisten, die ich schon bekommen habe. Dann ist hier eine Beziehungs- oder das fürs Beziehungsbuch wieder drin, ne, was man dann so schön immer erweitern kann. Und auch wieder ein Talkabout-Spiel. Da sind dann immer so tolle Fragen, über die man sprechen kann. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Das sind so Fragen, über die man sonst normalerweise eher nicht so redet. Und dann gucken wir mal, was diesmal noch so drin ist. Lasst eure Liebe wachsen. Es fühlt sich so wie Samen an. Aussaat, April bis August. Benötigen viel Wasser, helfen Bienen und Vögeln. Für alle Böden geeignet, wachsen rasch und lockern den Boden tief auf. Saatgut ist es. Wie cool ist das denn bitte? Da kannst du mit deinem Liebsten ein paar Pflänzchen pflanzen. Super süße Idee. Was ist in diesem roten Fläschchen? Basic, rot, wasserlöslich. Farbe. Bodypainting-Farbe für Airbrush und Pinsel. Jo, hallo. Was machen wir? Das ist eine coole Idee. Steht bestimmt im Drehbuch. Ja, hallo. Und hier, oh, wie süß. Das ist so eine Einwegkamera. Kennt ihr die? Die gibt es auch öfter mal auf so Hochzeiten. Die lässt man dann so oldschool richtig noch Bilder entwickeln. Voll schön. Also diesmal geht es weniger um Sex, sondern so auch um die Zweisamkeit, um die gemeinsamen Erlebnisse. Ja, voll schön. Ich habe jetzt hier nochmal das Drehbuch. Also zurück in die Vergangenheit, da soll man so an Orte und wo man so Dinge zum ersten Mal gemeinsam gemacht hat und da dann Fotos von machen. Dann haben wir auch noch das Liebesschloss, was an der Box dranhängt. Und kann man mit Namen und Datum eures Jahrestages gravieren lassen. Ist auch eine super schöne Idee. Dann hier Bienen und Blumen. Da gehören halt die Samen dazu, Beziehungsblumen. Haha, sind ja auch schön. Und die Farben der Liebe. Da kommen wir dann zur Bodypainting-Farbe. Da soll man sich halt so ein bisschen einpinseln, nicht? Kann man ja mal machen und dann kann man coole Fotos machen. Ja, cool. Ich glaube, das möchte ich bei meinem nächsten Fotoshooting benutzen. Ich glaube, da können wir coole Sachen mitmachen.
Muss ich gleich mal meiner Fotografin schicken. Und die Kamera, die hebe ich mal für einen speziellen Moment auf. Ich glaube, da habe ich schon so eine Idee. Ach, voll schön. Voll cool. Also, ne, das war halt das Schöne an den Fummelkisten. Jedes Mal waren die komplett anders. Komplett anders. Hattest halt immer so die Sachen, die in jeder dabei sind, aber so inhaltlich und thematisch immer komplett anders. Mega. Finde ich super, super schön. Und dass es halt auch nicht nur um Sex geht, sondern auch halt so um, ne, Liebe wachsen lassen, Erinnerungen schaffen, mal was anderes ausprobieren, den Körper entdecken des anderen. Super, super genial. Ich verlinke euch wie immer Fummelkiste unten in der Infobox. Also ich kann das echt von hinten bis vorne empfehlen. Als Geschenkidee, aber auch wenn ihr mal so ein bisschen Pep wieder mal in die ganze Sache bringen wollt oder was Neues ausprobieren wollt. Und wie gesagt, schaut euch gerne auch noch die anderen zwei Videos zu den anderen zwei Fummelkisten an, um mal so einen Einblick zu bekommen, was in den anderen noch so drin war. Also mega geil. Mega, mega. Ich liebe das total. Mega. So, ich habe gerade gleich mal ein bisschen umgepackt und ich wollte euch mal zeigen, was so in meiner Fummelkisten drin ist. Also es gibt noch eine Kiste, die ist so mit etwas delikateren Sachen gespickt. Zeige ich euch jetzt mal nicht. Das ist so die an kinderfreien Wochenende an meinem Nacht, an meinem, auf meinem Nachttisch steht. Zum einen sind hier jede Menge Kondome. Unter anderem, das möchte ich eigentlich nie benutzen, weil ich das so schön finde, ein Einhornkondom. Dann habe ich hier drin, haben wir auch noch, habe ich auch noch nie benutzt, möchte ich unbedingt mal machen. Die Massagekerze, die mal in der Fummelkiste drin war. Dann ist in dieser gängigen Box auch immer ein Massageöl drin. War auch mal in der Fummelkiste. Und das war auch mal in der Fummelkiste eine schwarze Augenbinde. Und das ist so in meiner, ne, die da immer so parat steht. Und dann gibt es halt noch zwei Kisten. Wie gesagt, da sind dann so die anderen Kleinigkeiten drin. Übrigens habe ich die Woche noch was zugeschickt bekommen. Von Koppenrad die Spiegelburg. Cook, Play, Learn and Grow. Das ist ab anderthalb Jahren. Und zwar ist das das Buch Ich kann schon fehlen. Hier seht ihr den Faden, der dann hier so auf verschiedene Art und Weisen durch das Buch gefädelt werden kann. Also ihr habt hier dann immer die entsprechenden Löcher. Immer eine Geschichte, also in Reimen dabei. Hier wird zum Beispiel hier drüben dann gefädelt. Finde ich super, super, super süß. Und ist halt so eine kleine spielerische Variante. Und ist sicherlich nicht einfach, so diese kleinen Löchlein zu treffen. Finde ich eine super süße Geschichte. Hier, ich kann schon fädeln. Fördert besonders Sehen-Hand-Koordination und Dünkeln. Sechsmal allererster Fehlspaß. Genau. Also super, super schön. Das Ganze kostet 10 €. Finde ich auch einen super schönen Preis. Finde ich absolut in Ordnung. Schön Pappe natürlich. Und verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Also unser Autounterfangen war gestern sehr erfolgreich. Und ich werde wahrscheinlich in 2 Wochen endlich ein neues Auto haben. Und der Freund, mit dem ich unterwegs war, der mir da hilft, der ist dann auch noch mit in die Wohnung gekommen, weil ich ja noch ganz viele Regale und so Krimselkramsel hatte, der unbedingt noch an die Wand musste. Und deswegen hängen jetzt endlich die Regale im Arbeitszimmer. Und nein, ich habe kein Problem mit Notizbüchern. Außerdem hängt meine schöne London-Uhr wieder, die ich von meiner Schwester bekommen habe. Und da drüben im Schlafbereich. Moment, so. Hängen jetzt auch endlich die Regale mit meinen Harry Potter Büchern oder mit den illustrierten Ausgaben. Die anderen Harry Potter Bücher stehen im Wohnzimmer und meinen tollen Bildern. Und damit ist jetzt soweit alles fertig, endlich in der Wohnung. Auch in der Küche und im Bad haben wir noch was gemacht. Und das heißt, ich kann endlich die Wohnungstour für euch abdrehen. Das werde ich nächstes Wochenende machen. Wenn ich kinderfrei habe, denke ich, weil die Woche ist sehr vollgestopft. Und dann seht ihr endlich unsere Wohnung. Und ich kann euch dann auch endlich die ganzen Fragen beantworten, die ihr ständig habt. Also wo zum Beispiel die Bilder hierher sind, dann auch die Bilder und die Wandtattoos und alles. Das kann ich euch dann ganz ausführlich in der Wohnungstour dann endlich erzählen. Oh Mann, das Wehr und das Badezimmer, ne? Das ist so. Die meiste Zeit ist das einfach verschlossen.
weil sie halt... Du willst pullern? Nee, du willst meinen Krempel ausräumen und alles rumschmeißen und dir alles ins Gesicht schmieren. Das willst du. Sonst alles gut bei dir, ja? Nein. Nein. Ey, hör auf. Bist du ein bisschen müde? Nein. Willst du zur Mama kuscheln kommen? Mm-mm. Bist du sauer auf die Mama? Mm-mm. Nee, ich glaube schon. Ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen. Ratet, wo wir heute Vormittag waren. Auf dem Spielplatz. Ratet, was gerade im Thermomix kocht. Milchreis. Willst du ein bisschen staubsaugen? Ja. Das habe ich doch schon erledigt. Nein. Nein, habe ich das nicht ordentlich gemacht? Du musst nicht hier. Bitte mit. Gib es weg. Ja, nimm es mit. Übrigens ist gerade mit der Post noch ein neues Buch gekommen. Ich wurde gefragt, ob ich das lesen möchte. Ich finde das ja, ne, optisch passt es ja genau mir. Das fasse ich auch super schön an. Das ist Cat and Cole, die letzte Generation von Emily Suvada oder so ähnlich. Verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Und würde euch jetzt einfach noch einmal vorlesen wollen, um was es so geht. Krankheiten, Schönheitsmakel, körperliche Einschränkungen, von der Erde gelöscht. Mensch und Technik sind verschmolzen. Jeder trägt ein Panel in sich, das den eigenen Körper perfektioniert. Fast. Eine mörderische Seuche ist ausgebrochen und lediglich eine einzige Person auf der Welt ist fähig, diese aufzuhalten. Katerina Agata. Kat ist die Tochter des legendären Genetikers Lachlan Agata, der von einer zwielichtigen Organisation gekidnappt wurde. Seine letzte Bitte an Kat lautet: Halte dich versteckt, sie dürfen dich nie kriegen. Als Cole sie eines Tages aufspürt und ihr mitteilt, dass ihr Vater getötet wurde, scheint alle Hoffnung verloren. Doch Cole ist mehr als nur der Überbringer einer schlechten Nachricht. Er ist der Schlüssel zur Rettung der Menschheit. Gemeinsam kommen die geniale Hackerin Kat und der gentechnisch veränderte Cole einer Wahrheit näher, die grausamer ist als jedes tödliche Virus. Bin ich schon sehr gespannt, aber aktuell lese ich gerade den zweiten Teil von Holmes und ich. Der liegt da oben. Das lese ich erstmal zu Ende und dann werde ich das lesen. Aber optisch ist es doch mein Buch. Also irgendwie ist heute nicht so mein Tag und ich glaube, das trifft auf uns alle drei zu. Erst habe ich gesagt, auch das Wetter stört mich eigentlich gar nicht, dass es mal wieder so ein bisschen kälter ist und so. Da kann man mal wieder ein paar andere Klamotten anziehen. Habe ich mein T-Shirt verschoben? Nee. Da kann man mal wieder ein paar andere Klamotten anziehen, als man sonst hatte. Und es ist ja auch mal wieder ganz kuschelig so mit einer langen Jacke und allem. Aber irgendwie komme ich doch nicht so richtig damit klar. Irgendwie habe ich doch nicht so die beste Laune heute. Keiner von uns dreien. Ich werde mir jetzt einen Kur wach machen. Und ich habe noch Blaubeeren, die wird es jetzt zum Essen geben. Du kannst halt auch nicht so richtig raus, weil es ist richtig scheiße kalt windig. Das ist echt ekelhaft. Wir sind halt so ein bisschen verplant. Irgendwie. Doof, ne? So, ich habe mir überlegt, wir werden jetzt mit Pinsel und Farbe malen. Das machen wir nicht oft, liegt glaube ich auf der Hand. Warum nicht? Weil das immer eine ziemliche Sauerei so mit sich bringt. Aber wir werden das mal machen und danach stecke ich die halt einfach gleich in die Badewanne. Die werden auch nackig malen am besten, genau, und dann stecke ich die in die Badewanne und dann ist das schon mal wesentlich weniger Chaos. Und wir können sowieso nicht, das ist so ekelhaftes Wetter, es sieht nach Regen aus, es ist total windig, wir können eh nicht raus. Und dann machen wir halt heute sowas. Ich habe Vince gerade erklärt, wir machen einen Gammeltag. Was machen wir? Ich sage, einen Gammeltag. Was macht man da? Ja, das gibt es nämlich bei uns normalerweise sonst eigentlich eher nicht so, wir sind eher so die Aktiven. Aber naja, ist schon okay, kann man heute schon mal machen. Genau, und das werde ich jetzt mal alles vorbereiten. Und den werden wir mal gucken, was so für Kunstwerke entstehen heute. Hast du aufgegessen?
braucht jetzt mal kurz ein bisschen frische Luft. Also so lange wie die malen, so lange brauche ich dann auch nochmal, um den ganzen Kladderadatsch wieder aufzuräumen. Und doppelt so lange, um die Kinder sauber zu kriegen. Aber das kann man schon mal machen an solchen Tagen. Im Sommer machen wir das ja sowieso nicht so oft. Und von daher ist das schon okay. Obwohl ich irgendwas Cooles eigentlich gerne mal auf dem Balkon machen möchte. So mit Wassermalfarben und ein bisschen rummanschen und so. Wassermalfarben, Fingermalfarben. Mal gucken, im Moment ist mein Balkon ja immer noch nicht fertig. Ich habe noch nicht mal angefangen, weil er ja immer noch nicht gefliest ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Also es sind aber noch ein paar Sekündchen Zeit. Kann man ja eventuell noch ein Tor machen, aber es sieht wohl eher schlecht aus. Das Spiel am Mittwoch gucken wir uns natürlich trotzdem an. Ist auch zu einer kinderfreundlichen Zeit, ich glaube 16 Uhr. Da werden wir uns sicherlich irgendwie mit Freunden zusammentun und das zusammen gucken. Was natürlich nicht so doll wird, wenn jetzt das hier nur ein Unentschieden wird. Das ist natürlich echt tragisch, dass die WM halt schnell vorbei, ne? Kann man dann mit einem anderen Team mit Fieber neu, ich weiß nicht wie, also ich würde da nicht mehr großartig weiter gucken. Andere sicherlich, ich würde mir dann das Endspiel nochmal angucken, aber mehr auch nicht. Und so wie das im Moment aussieht, wird hier auch kein Tor mehr fallen. Dieses Rumgehampel dann, ne, wenn so Zeitdruck da ist und dann wird da hinten nochmal hier und da. Ach, nimm du doch nochmal den Ball. Ach, komm du nochmal. Komm, ich gebe ihn dir nochmal zurück. Ach, nee. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Und im ganzen Haus geht's übelst los. Über uns poltert's und schreit es. Es ist total krass. Es ist total krass, geht doch gar nicht. Mann. Die Herrschaften hier drehen heute einfach mal komplett durch. Komplett. Es war gestern Abend schon hier das reinste Desaster und es ging heute Morgen absolut so weiter. Und ich habe gerade dazu auch ein Video gemacht bei IGTV. Es gibt jetzt was Neues, quasi das YouTube für Instagram. Schreibt doch jetzt mal in die Kommentare, wer mir bei Instagram folgt und wer dieses Video bei IGTV schon gesehen hat. Und so habe ich darüber gesprochen, dass ja nur ich allein dafür verantwortlich bin, wie es mir geht. Natürlich kann ich nicht immer diese externen Faktoren, wie dass die Kinder halt einfach gerade ein bisschen ballerballer sind, ändern. Aber ich kann halt dafür sorgen, dass ich es mir erleichtere. Indem ich mir zum Beispiel heute Morgen eine Backstreet Boys Playlist bei YouTube angemacht habe. Indem ich mich zurechtgemacht habe, geschminkt habe. Ja, einfach so diese Kleinigkeiten. Indem ich mir was Gutes zum Frühstück gemacht habe. Und ihr merkt, ich kann nicht weiterreden. Also wenn euch das Video interessiert, schaut euch das gerne bei IGTV an. Ich werde auf jeden Fall zu diesem Thema, du bist allein für deine Gefühle verantwortlich, ärger dich nicht zu lange über andere Menschen, wie das Ganze funktioniert. Da bereite ich gerade was für euch vor, das gibt es dann Ende Juli und ich muss jetzt Schluss machen, weil ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt verstanden habt gerade. Wie findet ihr übrigens mein neues T-Shirt? Wer mir auf Instagram folgt, der hat das auch schon gesehen. Ich finde das mega, 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 mega schön. Richtig, richtig genannt. Das ziehe ich jetzt an, weil... Freunde kommen gleich zu Besuch. Das wird jetzt gleich wieder ein mega Chaos, aber ich liebe das. 5 Kinder, 5 Erwachsene wollen zusammen Kaffee trinken, dann noch eine Runde rausgehen und da noch zusammen zu Abend essen. Und es gibt immer ein großes Chaos und bei mir ist ja auch relativ wenig Platz, aber ich mag das trotzdem irgendwie halt sowieso so gesellig sein und so, ne? Und vor allem, wenn die Kinder so schlecht drauf sind, ist das immer gut, wenn einfach noch ein paar mehr Leute drauf kommen. Egal, ob die auch schlechte Laune haben oder nicht. Das Chaos habe ich einmal zu Hause, dann kann es auch doppelt und dreifach so laut und chaotisch und so unordentlich werden. Genau. Und deswegen werde ich jetzt einen Kaffee kochen, denke ich mir mal. Und heute Abend muss ich unbedingt, und das ist was, was in letzter Zeit wirklich mega zu kurz kommt, was richtig, richtig doll ärgerlich ist. Heute Abend will ich, wenn die Kinder schlafen, weil wenn die Kinder im Bett sind, ist nicht gleich, wenn die Kinder auch schlafen. Wenn die Kinder dann schlafen, in die Badewanne gehen, danach Yoga machen und dann meditieren. Weil Yoga und Meditation kommt gerade echt zu kurz, weil ich abends immer noch mal relativ viel arbeite, wenn die jetzt schlafen, weil ich gerade meinen eigenen Kram nicht schaffe. Also ich habe zu wenig Zeit und zu viele Dinge, die ich machen möchte. Und deswegen habe ich mir das heute zum Sonntagabend auf jeden Fall vorgenommen. Und dann möchte ich die zweite Staffel von Shadowhunters zu Ende gucken. Da bin ich schon sehr, 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 sehr gespannt. Und dann sind da nur noch 10 Folgen in der dritten Staffel.
Es war wirklich sehr, 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 eine sehr, sehr schöne Folge. Oder ich weiß gar nicht, ob es da noch weitergeht, ob das jetzt nur wie so eine Sommerpause ist. Haben ja manche Serien, ne, dass die dann in der Staffel, in der Hälfte eine Pause machen, was bescheuert ist. Und ja, so sieht es jetzt erstmal aus. Nicht weiter quatschen, sondern loslegen. Ein kleines bisschen muss ich eventuell noch aufräumen. Wir haben heute viel weniger Chaos gemacht als üblich. Die Kinder haben heute richtig, richtig, richtig schön gespielt. Also wir haben dann in dieser Konstellation 5 Kinder im Alter von 1,5 bis 6 Jahre. Hat heute bombenmäßig geklappt. War super, 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 super schön und angenehm. Genau, und haben uns jetzt verabredet Mittwoch Nachmittag, da kommt das Deutschlandspiel Nachmittag, zum Fußball gucken. Und dann kann ich endlich, ich bin ja so ein Opfer, diese ganzen WM-Snacks kaufen. Nicht die ganzen, aber so ein paar. Und was ich jetzt gleich noch machen muss, ist dieser Bergabwasch. Ich habe ja leider noch keine Geschirrspülmaschine, aber es ist halt einfach ein Luxusprodukt, was ich gerade aktuell nicht brauche. Und deswegen werde ich mich dann um diesen Haufen Abwasch gleich kümmern, wenn die Kinder im Bett sind. Die gucken jetzt noch eine Folge so ins Zauberschrank, dann geht's für die ins Bett. Und ich bin so eine Mischung aus erschöpft und müde, aber auch absolut glücklich und beseelt, weil wir echt richtig tolle Stunden gerade hatten. Genau, und wie vorhin gesagt, Yoga und Meditation mache ich auf jeden Fall noch heute Abend. Genau, und dann muss ich nochmal schnell über meinen Vortrag für morgen gucken, ob ich alles zusammen habe. Und dann habe ich nächste Woche, kann ich euch noch erzählen, ein Fotoshooting für meine neue Webseite. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wir haben schon ganz, also es soll sehr, sehr weiblich und feminin werden. Und das wird, glaube ich, richtig, richtig schön. Da freue ich mich mega, mega mäßig drauf.